Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße im Namen des Traders Magazin zum Update der Artikelserie Trading mit Saisonalitäten. In der Oktoberausgabe des Traders Magazins finden Sie auf Seite 18 zwei Handelsideen, zwei Trading-Ideen, die man aufgrund der Saisonalitäten entweder kaufen oder verkaufen soll. Also das heißt, Long oder Short gehen soll. In dem Monat sind zwei Long-Kandidaten, die sozusagen beide am 28. Oktober, am letzten Freitag, eine Kaufposition aufgrund saisonaler Gegebenheiten vorgeben. Hier werden hier besprochen. Zum ersten die MTU Aero Engines. Sehen Sie hier den Chart. Und das ist der Einstiegstag, nämlich der vergangene Freitag, und die Position soll bis zum 20. März im Depot bleiben. Mit einer Trefferquote von 87% konnte man einen durchschnittlichen Gewinn von 32% erlösen. Das ist natürlich ziemlich viel. Einmal waren sogar 77% möglich. Und was wir hier natürlich jetzt sehen, ist, dass die Aktie versucht, hier aus diesem über diesen Widerstand auszubrechen, hat hier schon mal versucht, über diesen Widerstand auszubauen. Aber was aber hier interessant ist, die Aktie ist aus einem Aufwärtsdreieck nach oben ausgebrochen, und bei einem Aufwärtsdreieck kann man normalerweise hier diese untere Linie nehmen und verschiebt die nach oben, um sozusagen ein Kursziel zu bekommen. Und wenn wir das hier jetzt nehmen, dann könnte die Aktie eigentlich bis zum Verkaufstag bis in den Bereich von ungefähr 120 Euro steigen. Das sind natürlich wirklich über 20%, bisschen weniger als die 32%, aber das würde ja bedeuten, dass der Kurs hier oben stoppt, wenn er denn dahin geht. So, jetzt ist natürlich die Frage, soll man jetzt einsteigen? Soll man warten, bis die Aktie über den Widerstand bei 97,21 ausgebrochen ist? Ich würde sagen, also dieser Chart sieht für mich bullig aus, erstens. Zweitens würde ich nichtsdestotrotz erstmal einen Anstieg abwarten über diesen schwarzen Balken hier, und da haben wir sozusagen Wert von 97. Wenn wir jetzt noch 20 Cent dazu rechnen, dann wäre auch das Hoch, was wir hier ganz links im Chart gesehen haben, überschritten, und dann würde uns die Aktie zeigen, dass sie nach oben will. Wir haben ja immerhin nächste Woche noch die Präsidentschaftswahl in den USA vor uns, und da wissen wir eigentlich nicht, was da so rauskommt. Man denkt, man weiß es, aber im Endeffekt kann ja dasselbe passieren wie bei der Brexit-Entscheidung. Wir werden vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Also, Kauf über 97,21. Wo platziert man das Stop? Das Stop platziert man unter dieses Tief, und dieses Tief sagt uns, man soll das Stop unter 92 platzieren. Dann wäre man auf der sicheren Seite, wenn der Trend wirklich sich nach oben fortsetzt und die Aktie hier bis zur oberen braunen Widerstandslinie und Ziellinie steigt. So, jetzt wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen, denn wir schauen uns jetzt nochmal den Envelope-Chart an. Wer das Briefing morgens liest, wer hier öfters mal die saisonalen Filme anschaut, der weiß, ich benutze immer zwei Arten von Envelopes. Zum einen hier das 800-Tage-Envelope, das sind diese drei Linien, und zum anderen das 200-Tage-Envelope, das sind diese Linien hier. Das ist das 200-Tage-GD selbst, und das obere ist im Falle einer Trendfortsetzung. Das heißt, wenn der Trend wirklich in Fahrt kommt, diese obere Linie ist mein Ziel. Da sehen Sie hier unten schon, 103,57 ist das Mindestziel in dieser Aktie, wenn es zum Ausbruch kommt.
Aber da die Position ja bis nächsten Mai im Depot verbleibt, bedeutet das natürlich, dass das viel zu wenig ist. Demzufolge könnte es sein, dass die Aktie hier sich so verhält wie hier. Und solange der Kurs dann nicht zurückfällt wieder unter dieses Band, sollte man die Position einfach im Depot liegen lassen. Die Aktie hat nämlich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,89% und das ist schon mal sehr, sehr positiv. So, das war jetzt die erste Aktie. Jetzt schauen wir uns gleich den zweiten Wert an, den Grafikkartenhersteller Nvidia aus Amerika. So, und hier haben wir ein kleines Problem. Das Problem liegt darin, dass ich diese Analyse im Traders Magazin erstellt hatte, als die Aktie hier war. Das bis dahin ging der Kursverlauf. So, und damals hatte ich gesagt, dass die Aktie wahrscheinlich über diesen roten Widerstand ausbrechen wird. Und dann, wenn das der Fall ist, dann darf man eine Long-Position aufbauen. Jetzt ist natürlich diese Aktie um 5 Dollar höher, 6 Dollar höher als hier bei diesem, bei der Erstellung der Analyse. Das ist der Einstiegstag. Die Frage ist, soll man jetzt hier einsteigen? Auch hier gilt, bitte kaufen Sie die Aktie erst, wenn sie auf ein neues historisches Hoch steigt. So, ich habe die Linie mal in grün gemacht. Bei 73,32 Dollar soll man eine Long-Position aufbauen. Jetzt ist die Aktie ja in einem kleinen Korrekturmodus. Das Stop sollte man unter dieses Tief setzen und dieses Signal muss in den nächsten vier, sagen wir mal, bis zur Präsidentschaftswahl kommen. Das heißt, wenn Sie hier einen Buy-Stop setzen, dann sind Sie hier wahrscheinlich auf dem richtigen Weg, denn es kann ja hier sehr, sehr schnell gehen. Die Position läuft nämlich nur bis zum, was haben wir hier? Bis zum 9.12. und es ergibt sich ein Durchschnittsgewinn von 14,12%. Jetzt haben wir das Problem, wie ich die Analyse erstellt habe, war die Aktie bei unter 65 und hat eigentlich jetzt schon 10% von den möglichen 14%, die ich hier damals erwartete, abgearbeitet. Also, wie gesagt, bitte einsteigen, wenn ein neues Hoch generiert wird. Ansonsten lassen Sie den Trade bitte aus. Wir wissen nicht, was in Amerika in der nächsten Woche da kommt. Wenn der Kurs hier in diesem Bereich gewesen wäre, hätte ich ohne Probleme gesagt, hier, es geht nach oben. Aber hier ist die Aktie meiner Meinung nach schon zu weit gelaufen. So, jetzt werfen wir zu guter Letzt nochmal einen Blick auf den DAX. Der ist ja für viele interessant. Was macht der DAX? Was Sie hier sehen, sind meine Optionszonen, Optionswände auch genannt. Der deutsche Aktienindex Entschuldigung, schafft es nicht, aus dieser Range nach oben auszubrechen. Der hat zwar hier diesen Widerstand bei 10.800 anhand der Optionsdaten kurzzeitig angetestet, kommt aber nicht in die Gänge. Jetzt hat er hier am Freitag die grüne Optionsunterstützungszone kurzzeitig angetestet, versucht heute ein Inside Day auszubilden. Also meiner Meinung nach wird hier auch die nächsten Tage wenig passieren. Mit dem Abschluss des heutigen Tages, wenn der DAX nicht ein neues Hoch, also das heißt, die Freitagskerze, das Hoch der Freitagskerze oder das Tief der Freitagskerze ausnimmt, haben wir eine neue Zone, die der deutsche Aktienindex erst verlassen muss. Und die zeige ich Ihnen jetzt mal. Diese neue Zone muss ich jetzt einfügen, ist das hier. Das heißt, der DAX muss auf der Unterseite unter 10.561 Punkte fallen oder über 10.778 Punkte steigen. Erst wenn das geschieht, dann kann man reagieren. Ansonsten gehe ich davon aus, wird hier wenig passieren. So, jetzt schauen wir uns das Gleiche nochmal im S&P an. Der sieht ganz, ganz honest aus. Der hat nämlich den Aufwärtstrend gebrochen. Der ist am Freitag unter diese nächsttiefere Optionsunterstützung abgerutscht. Mit 2126 Punkte steht er knapp darunter. Wir sehen zwar heute einen S&P Future, der leicht im Positiven handelt, aber dieser Markt ist angeknackst. Und jetzt sage ich Ihnen auch wieso. Moment. Nämlich
weil wir hier in diesem Bereich ein Sell-Setup sehen. Was bedeutet das? Wer seit langem meine Analysen liest und kennt, der weiß, wenn die 9-Tage-Linie hier in grün versucht, ein neues Kaufsignal zu generieren, indem sie die rote 18-Tage-Linie versucht zu kreuzen und es nicht schafft, der Kurs des Indexes nach unten abdreht, dann haben wir ein Sell-Setup. Bei einem Sell-Setup gilt das 10-Tage-Tief als wichtige Marke. Wird das 10-Tage-Tief, das ist hier jetzt der Bereich um 2123,65, wenn diese Linie unterschritten wird, dann bedeutet das, es kommt zu einer möglichen schnellen Abwärtsbewegung bis unter 2100 Punkte. So, und wenn jemand wissen will, wie das in umgekehrter Weise aussieht, dann haben wir hier ein Beispiel. Hier hatten wir ein Buy-Setup. Sie sehen es hier an den beiden kleinen Linien. Die grüne Linie versucht, in Richtung 18-Tage-Linie in Rot zu gehen. Zur Kreuzung kommt es nicht. Der Kurs fängt an zu steigen und es kommt zu einer schnellen, kurzen Aufwärtsbewegung, als das 10-Tage-Hoch überschritten wird. Das kann natürlich auch manchmal in die Hose gehen, wie hier zum Beispiel. Hier haben wir ja dasselbe. Es kam zwar zum Anstieg, aber es ist nicht so vergleichbar wie hier dieses Signal. Also warten Sie, was passiert? Wir haben ein Sell-Setup, das ist wichtig zu wissen. Wenn das Sell-Setup zu einem Verkaufssignal wird, dann gehen Sie davon aus, kommt mindestens mal nochmal 20, 30 Punkte nach unten. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal aus meiner Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal. Tschüss.